Chef on Air. Heute am Donnerstag, unserer Themenwoche von Market Dialog aus Eschborn mit der Helen Heine gestern war. Heute einer ihrer Coaches bei uns zu Gast. Freue mich sehr, Matthias Wald. Grüß dich, Matthias. Danke, Marcel, dass ich dabei sein darf. Na, aber sehr, sehr gerne. Die Helen hat so viel schon über dich erzählt. Unter anderem, dass du, sie hatte mal eine Rede gehalten, hat dich danach gefragt und hast gesagt, ich hätte fast geweint, weil es nicht so gut war. War so, aber ganz am Anfang. Ja, das war ganz am Anfang. Aber sie ist wirklich inzwischen schon eine richtig gute Rednerin. Also. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dank dir auch, denn du hast eine Akademie, die nennt sich wie? Wir machen Redner und da ist angeschlossen der Club der Redner zum Weiterüben. Der Club der Redner? Ja. Matthias Wald, unser ganz schön, dass du hier bist bei Stefan Herr Radio. Danke nochmal, Marcel. Matthias, erstmal zu Helen Hein, liebe Grüße, die hört ja mit Sicherheit zu. Wir haben eben sie schon kurz angesprochen. Helen Hein, Geschäftsführerin, Gründerin von Market Dialog in Eschborn. Sie hat ganz toll von dir geschwärmt, weil sie ist ja mittlerweile eine tolle Speakerin. Ja. Und sie ist toll, weil du ihr dabei geholfen hast, weil du bist ja Inhaber der Akademie. Wir machen Redner. Erzähl mal ein bisschen was über deine Akademie. Also, wir haben eine Akademie für Redner, aber auch nicht nur für Profi-Redner jetzt, die jetzt als Speaker unterwegs sind, sondern auch für Führungskräfte, CEOs, Vorstände oder Vertriebsmitarbeiter. So, das ist erstmal das. Und ich bringe den Menschen bei, vom Herzen zu sprechen. Vom Herzen? Vom Herzen, ja. Also viele Menschen sind verkopft in der Perfektion und ich bringe denen dann bei, vom Herzen zu sprechen. Das mache ich mit ganz vielen verrückten Übungen. So ein Tag ist auch total anstrengend. Mhm. Aber ich sag mal, 99% haben am Ende des Tages wirklich gelernt, vom Herzen zu sprechen, freie Rede. Frei zu sprechen. Und im Herzen sind ganz viele Visionen, Träume, Werte. Da ist die Leidenschaft, da ist die Liebe, ja. Und wenn du vom Herzen sprichst, hat es viel mehr Wirkung und dann kommt Charisma. Das ist viel erstrebenswerter, wie jetzt Folien abzulesen oder nur über Folien oder über Zahlen, Daten, Fakten zu arbeiten. Das brauchst du auch, so Fachvorträge, die sind wichtig und gut. Aber vom Herzen zu sprechen, dann schaffst du es, die Menschen zu berühren und die Dialektik dann die Menschen zu überzeugen von deinem Thema, von deiner Botschaft, die du hast. Und darum geht es, deine Botschaft raus in die Welt. Aber du sagst gerade, ein Tag, es ist mit Sicherheit nicht an einem Tag gemacht, oder? Das klingt jetzt nach einem sehr kompakten Erlebnis, was du da anbietest. Stichwort Charisma, also davon können ja manche nur träumen. Du wirst lachen, da kommen bei vielen dann die Momente raus, wo das Charisma kurz rauskommt. Das kann man erzeugen, das kann man auch lernen und trainieren. Und wir haben natürlich auch einen Ausbildungsgang für Rhetorik, ja klar. Das geht dann ein ganzes Jahr, aber viele steigen einen Tag fit für die Bühne. Oder fit vor der Kamera haben wir auch noch ein Programm, weil viele Menschen ja inzwischen auch Videos für Social Media machen müssen oder im Firmenkontext, im Unternehmerkontext dann vor einer Kamera sprechen. Und da kommt immer wieder dasselbe Thema: Scham. Ich bin nicht gut genug, hoffentlich habe ich keine Blockade, irgendwelche Ängste, irgendwelche Überzeugungen. Was denkt das Publikum? Ist das schlau genug? Mhm. Also da gibt es eine ganze Palette. Ich habe ja auch so ein Rednermagazin, da habe ich jetzt gerade aktuell das Thema. Was heißt, du hast es? Ich bin Herausgeber. Auch noch? Ja, ah, okay, schön. Ja, ich habe eine Medienagentur, das sind so meine zwei Herzen, einmal der Redner und die Medienagentur und da haben wir das Rhetorikmagazin Reden, Präsentieren, Begeistern und da tue ich solche Themen auch natürlich immer spielen. Was sind die Ängste auf einer Bühne, wie tut man sich eine Keynote erarbeiten und so weiter und so fort. Mega spannend. Finde ich auch. Wie lang gibt es die Agentur schon? Oder Akademie, sorry? Die Akademie gibt es jetzt 7 Jahre und die Medienagentur seit 2007. Oh, jetzt musst du dich rechnen, 13 Jahre dann? Genau, die Agentur ist 16. Oh, ja, genau, ich bin selber super, ja auch. Super, danke, kannst du nicht vorher die Zahlen? Ich kann dir noch ein paar Zahlen drüber stehen, dann können wir mal gucken, wie das bei dir ist. Nee, ich habe auch selber natürlich eine Rednerkarriere. Ich bin seit 2006 als Redner unterwegs. Okay. In einem Nischenthema als Suchtprävention. Ich bin jetzt 20 Jahre clean und ich war mal 12 Jahre drogenabhängig. Und daher auch meine Expertise. Ich habe mich am schönsten und härtesten Publikum der Welt positiv abgearbeitet. Und zwar? Die Jugendlichen, die Ärzte und die Pädagogen. Oha. Ja. Die alles besser die wissen. Ärzte und Pädagogen, die haben mich ja meistens noch bestellt, aber die Jugendlichen, die wollen das meistens nicht, dass da einer kommt und Suchtprävention und jetzt einen erhobenen Zeigefinger. Und da musst du dann wirklich lernen, wie kriegst du die, dass du die einfängst. Also ich lasse es immer am Anfang menscheln. Ne, so ein bisschen auch die krasse Geschichte, die dahinter ist. Und dann versuche ich dann einfach den Kritiker beiseite zu schieben im Gehirn, in der Kognition. Und dann irgendwann runter zu wandern ins Herz, dass ich sie berühre mit meiner Geschichte. Und wenn ich sie dann habe, dass sie so da sitzen wie so ein steifes Männchen und da gucken, ja, erzähl mir, gib mir Erfahrungswissen, dann tue ich dann irgendwann meine Botschaften setzen. Du bist der Pilot in deinem Leben oder pass auf dein Leben auf, pass auf dich auf, sei selbstverantwortlich, hab ein gesundes Leben, Cannabis ist ein Motivations- und ein Traumkiller. Also da ist schon auch Methodik dahinter. Also das ist schon durchdacht auch alles, um maximales Ergebnis in den Zuhörern zu erreichen. Cannabis, hast du gerade angesprochen, ist ja
Ist doch legal mittlerweile. Ja. Oder? Ja, ja, super. Ist doch easy. Ja, ist ja nicht kann so schlimm wie Alkohol, gell? Ah. Genau, ja, das ist ja diese ewige Legalisierungsdebatte, ja, die das Ganze wie so eine Marketingstrategie nach draußen getragen hat in die jungen Leute. Aber ich versuche junge Menschen davor zu bewahren, bis sie mindestens erstmal 21, 23 sind, diesen Dreck nicht anzurühren, weil es macht was mit deinem Gehirn. Es ist psychoaktiv und es ist einfach scheiße, wenn ich so sagen darf. Sehr gerne darfst du das genauso sagen und ich will auch ganz klar mit dir über deine krasse Geschichte, wie du sie selber nennst, noch sprechen diese Stunde. Aber jetzt sag mir erstmal, wir machen Redner, wie viele Mitarbeiter hast du oder machst du das alleine? Nee, wir sind immer drei feste Coaches und ich habe noch ein paar freie Coaches, die ich immer dazu hole. Die Magie ist bei uns, dass es keine Massenveranstaltungen sind, sondern immer ein Klient. Wir haben eine echte Bühne bei uns ins Film- und Fotostudio reingebaut, so richtig mit Traverse, um dieses Feeling einfach zu verstärken und diese Erhöhung auf einer Bühne. Und wir haben immer drei Coaches, um Inseldenken, ne? Ich sage den Klienten immer, glaub mir nicht alles. Alles geht auf einer Bühne oder fast alles. Und dieses Inseldenken, dass du gespiegelt bekommst von dem anderen, wann ist es okay, wann ist es too much, wann ist der Redeflow da, wann ist es zu drüber oder drunter und so weiter. Drei Klienten, die alle gleichzeitig dann? Nein, drei Coaches. Drei Coaches, die alle gleichzeitig da? Gleichzeitig im Raum. Okay. Und das ist auch die Magie, dann dieses Feedbacken, dieses konstruktive Feedback dann auch. Und das schleift. Das Schöne ist ja bei Helen zum Beispiel, die war für mich schon ein Diamant. Ja. Weil sie hat Charisma, sie sieht gut aus, sie hat eine Integrität, ja, sie strahlt was aus, sie ist Unternehmerin, sie ist eine starke Persönlichkeit. Und sie war auch schon rednerisch total gut. Ihr Thema ist ja auch super, ne? Mut, Leadership und Sales, das ist natürlich auch top. Und wir haben eigentlich nur noch feingeschliffen bei ihr. Das war dann wirklich vom Diamanten zum Brillanten, dieser Feinschliff. Aber es kommen halt auch viele Menschen zu uns, die wirklich nicht viel Redeerfahrung vor Gruppen haben, die da wirklich am Anfang stehen. Und dann ist es halt erstmal ein Grobschliff. Und dann reicht natürlich ein Tag nicht, aber das ist schon trotzdem immer, wo ich sage, ein Tag fit für die Bühne. Chef on Air bei Radio Frankfurt, heute mit dem Matthias Wald. Er ist Inhaber von der Rhetorik-Akademie. Wir machen Redner in Künzell bei Fulda. Genau. Und du hast die Helen Hein zu dem gemacht als Speakerin, die sie heute ist, nämlich eine richtig, richtige Powerfrau, deutschlandweit gern gesehene, gebuchte Rednerin zum Thema Mut. Genau. Und du hast sie geformt von Anfang an. Wir haben eben schon drüber gesprochen, ihr habt drei Coaches, die auf den Sitzungen immer präsent sind. Genau. Und einen Klient, heißt aber nicht eine Person wahrscheinlich, oder? Eine Person, die eine auch Person, den drei, wow. Die ganzen Tage, das ist ja das Besondere. Ich behaupte immer, das ist das intensivste und schnellste Training Deutschlands. Also, weil die Ergebnisse, die wir da haben, eigentlich ist Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Mhm. Wir gehen dann das Innerste ran. Ne? Ein Thema, perfekt. Emotionen, ne? Ja. Wir haben ja Freude, Wut, Angst, Trauer und Charme im System. Und ich gucke, was ist da im System drin? Und durch diese ganzen Übungen, die zahlen alle draufeinander ein, tue ich das dann irgendwann quasi überschreiben. Was für Übungen sind das zum Beispiel? Ach, das sind so ganz verrückte Sachen. Ich habe zum Beispiel eine Minute-Übung, die habe ich selber erfunden. Da tue ich jemanden 12, 13, 15, 20 Mal schicken von der Bühne runter, immer mit einem neuen Begriff anfangen. Also vorher einen Elevator-Pitch, 60 Sekunden. Und dann nehme ich 5 Begriffe davon und dann immer wieder runterschicken von der Bühne, nächste Begriff. Und irgendwann, die fangen natürlich an, das holpert dann irgendwie, ne? Irgendwann gibt das Gehirn dann auf, weil das Gehirn so gestresst ist. Ja, ich stresse das Gehirn ganz bewusst. Und wir nochmal runter. Jetzt fängst du, dann denken die, dürfen mit dem Begriff anfangen. Nee, nehmen den Begriff. Zack, zack, zack. Und ich erkläre denen das auch vorher, dass das richtig Stress ist. Weil in dem Moment kannst du auch wirklich visuell zugucken, energetisch, wie das Gehirn loslässt. Ja, ich kann nicht mehr. Überfordert und dann übernimmt das Herz die Sprache. Mhm. Dann gehen die wirklich danach auf die Bühne, ach, mir ist egal, ist Perfektion in dem Moment weg. Viele haben Perfektion, wegen zu viel Charme im System. Und dann musst du dir vorstellen, dann gehen die wirklich auf die Bühne und sprechen langsam, bedacht, dass das Herz spricht. Machen Pausen, kommen vielleicht zur optimalen Sprechstimme, die hört sich dann so richtig geil an, wie so ein Hörbuch. Ne? Yeah. So eine sexy Stimme ich und so. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, das musst du drauf haben, ne? Und, und kommen aus diesem Maschinengewehr-Modus raus, dieses schnell viel reden und ich muss schnell wieder von der Bühne runter. Und das ist dieser Schliff, der da passiert. Einen Tag lang, das ist wirklich das intensiv, ne? Also ich bin nach dem Tag im Arsch, meine Kollegen auch. Mhm. Und natürlich der Coachie auch, ne? Der ist dann auch meistens platt. Sagt, dann nimm dir abends auch nichts mehr vor. Ne, geh nach Hause, lass das alles mal sacken. Und ich komme den Menschen natürlich auch noch über das Kognitive. Was passiert da? Der Redeflow, ne? Das Momentum. Was ist eigentlich? Nämlich wissenschaftlich auch ganz schön. Genau, ich habe es psychologisch und wissenschaftlich, ja. Aber jetzt ohne zu viel Wissen zu vermitteln, sondern einfach deinem kognitiven Frontalkortex. Ich spreche mit dir und ich erkläre dir es, aber dass es dein Herz versteht. Mhm. Ne? Manchmal sprechen wir sogar so untereinander mit der Seele. So. Ich weiß nicht, ob das für die manche Zuhörer zu derb ist, aber du kannst auch mit der Seele sprechen, ne? Wenn da was irgendwas tief ist. Wenn euch das zu derb ist und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann bucht doch mal einen Kurs. Dann googelt mich. Oder googelt Matthias Wald. Wir machen Redner, es macht Sinn. So, jetzt darfst du weiter sprechen.
Nee, es ist schon geil. Ich liebe das. Ich habe da Energie ohne Ende. Ich liebe es auch. Wichtige Frage. Drei Coaches, habt ihr alle drei unterschiedliche Kernkompetenzen? Oder? Genau. Mein Partner, mein Lebensgefährte, der ist für das souveräne Auftreten, für die Fremd- und Selbstwahrnehmung. Mein Harry zum Beispiel ist, der hat 35 Jahre Theatererfahrung, Bühnenerfahrung. Der guckt auf Mimik, Körpersprache, Ausdruck. Und dann haben wir noch externe Coaches wie Gabriela Anczak zum Beispiel. Die ist sehr viel spirituell im Gefühl und sowas. Wir haben auch sehr oft spirituelle Menschen da, die dann eine Botschaft raus in die Welt tragen, ihre eigene Botschaft und darüber reden wollen. Und dann brauchst du nicht einfach nur Videos und Wissen und mach mal deine Hand so und so und so. Da geht es wirklich um den Emotionskörper, den halt jeder dabei hat. Hm. Körper, Geist und Seele ist ja verknüpft. Individuell eben halt, ja. Und das zu justieren, einzustellen, das ist das, was wir machen. Wir stellen ein. Mit den ganzen Übungen. Bis dann der richtige Duktus da ist. Ne? Der Subtext zum Beispiel, der Unterton. Ja. Ne? Du kannst dir jemand sagen, ich liebe meine Frau. Ne? Ich liebe meine Frau. Oder ich liebe meinen Job. So gut kommen, ja, das ist der Subtext, genau richtig. Ne? Oder du kannst sagen, ich liebe meine Frau. Hm. Oder meinen Beruf. Ja? Ja. Und ja. Wenn dann noch das Gesicht was anderes spricht, ne? Wie das der Rest, dann ist natürlich schwierig. Ne? Mega spannend. Drei Coaches, ein Klient. Stell ich mir, was kostet das? 2.500 Euro netto. Am Tag? Am Tag, ein Tag. Das ist ja nur ein Tag. Was für Menschen kommen da zu dir, die natürlich... Wie gesagt, CEOs, Inhaber, die Angst haben, vor Kamera oder auch vor Gruppen zu sprechen, die irgendeine Feier haben. Vertriebsmitarbeiter werden mittlerweile die CEOs, die zu uns kommen, schicken alle ihre Vertriebsmitarbeiter. Und weil sie sagen, das ist Persönlichkeitsentwicklung, der kommt raus aus seinem Charme, aus seiner Blockade. Ja. Matthias, mach mir den... Dreh mir den. Ich sage ganz kurz, keine Coaching ohne Auftrag. Transformier den. Ja. Aber ich sage, ich will erst mit dem sprechen und der muss es wollen, weil ich tue ja nicht gegen eine Wand coachen. Ne? Damit hast du das Entscheidende gesagt, finde ich, wenn einer was lernen will, er muss es selber wollen. Ja, klar. Ne, das ist wie wenn ich jemand sage, zum Beispiel, ich mache da was Tolles und sage meine Frau, du musst da auch hingehen. Ja, um Gottes Willen. Ist gut für dich, für dich. Dieses Übertragen, Nee, du musst schon selber wollen. Ja. Der Wunsch zur Veränderung, zum Wachstum muss da sein. Und dann, ich habe inzwischen Werteversprechen. Egal welche Blockade es ist, ich verspreche, ich mache dir die weg. Okay. Außer wenn es pathologisch ist. Also wenn jetzt jemand einen Waschzwang hat oder irgendwie eine Diagnose irgendwie gestellt bekommen hat, da lasse ich die Finger davon. Das aber auch nicht wahrscheinlich, ganz, ne? Ja, klar nicht. Aber so ganz normale Blockaden, Überzeugungen, Glaubenssätze und so. Zum Beispiel? Was sind denn so normale Blockaden? Ja, wie gesagt, ich bin nicht gut genug. Was denkt das Publikum? Okay. Ist das schlau genug? Was hat, mich will ja keiner hören. Ja. Das Thema braucht ja keiner. Und da gibt es so viele. Also da habe ich auch in so unserem Magazin, da haben wir auch ganz viel Wissen da reingepackt, was die Leute alle als Paket, als Rucksack mitbringen. Wo kriege ich das Magazin? Das Redenmagazin ist reden.club, das kann man sich bestellen oder auf Readly digital lesen oder auf Jumpu. Einfach mal googeln, Rhetorikmagazin reden und oder im Einzelhandel. Wir sind in Flughäfen, Bahnhöfen, Thalias in ganz Deutschland. Ach, toll. Ja, da liegt das Magazin. Muss schon mal googeln hier. Chef on Air. Habe ich Huey Lewis mal gekonnt abgewürgt hier. Das macht einen ich habe gerade zu so Matthias gesagt, hier bei Chef von Radio Frankfurt ist er heute unser Gast. Komm, wir müssen mal die Musik abbrechen, bevor wir nicht mehr zum Reden kommen. Kann ich hier einziehen? Frag mal, Chef sitzt nebenan gerade. Ja, okay. Teuer, aber du kannst es ja. Kannst du mal überlegen. Matthias, wie alt bist du? 48. Wo kommst du her? Künzel bei Fulda. Fulda, ah, auch her. Fulda geboren, genau. Ah, auch ja? Ja, ja. Nie weggekommen von dort, oder was? Du, es ist so schön da, das ist so muggelig. Ich kam noch nichts anderes in den Sinn. So, du lebst mit 21 Jahren mit deinem Partner zusammen? Genau, mit einem Mann, ja. Wie heißt er? Markus. Markus, liebe Grüße. Danke. Auch ein Coach bei dir? Bei wir? Genau, er unterstützt uns als Team, ja. Okay. Mit dem Ehepartner ganzen Tag lang... Das funktioniert, ja. Super, wir sind mein Seelengegenüber. Wir lieben uns abgöttisch, auch noch, als wären wir noch am ersten Tag. 21 und dann geht Jahre. Das. Ja. Respekt. Weil man hört ja, wir haben eben auch drüber gesprochen, rundrum alle Beziehungen gegen irgendwie ja, die Brüche. Schlimm, ne? Ja, keiner kämpft mehr seine Kämpfe, ne? Oder wenig, sagen wir es mal so. Meinst du, man sollte kämpfen, wenn es vielleicht sich gar nicht lohnt? Ja, ist vielleicht lohnt, ein bisschen oder? Negativer Ausdruck, aber seine Herausforderung gegenseitig schnell, und sich aufeinander zugehen, eingehen und den auch so zu nehmen, den Gegenüber, wie er ist, ne? Mhm. Du hast gelernt Energieanlagenelektronik. Ach, hör auf, ja. Ich hab's, hast du mir erzählt? Wie lange ist das schon her? Und wie kam es? Mit 17 habe ich das gelernt, 17. Ja. Meine Eltern haben gesagt, du brauchst einen ordentlichen Beruf, was Handwerkliches. Und dann haben sie gesagt, ja, Elektriker oder Schlosser. Und dann habe ich gesagt, bevor ich jetzt Schlosser, mache ich halt Elektriker. Soll jetzt nicht respektierlich sein, aber dann habe ich bei Fulda Reifen, also Goodyear Dunlop, 20 Jahre wirklich gearbeitet. Hab dann aber nach 15 Jahren dann auch gesagt, hier, ich muss hier weg.
Ja. Aber da war es schon zu spät. Ich habe mich ja da die Zeit lang mit Drogen dann zugeballert. Ja, das musst du mir bitte anreißen, weil es natürlich zu deiner Geschichte gehört. Ja, es gehört einfach dazu. Ja, du warst unglücklich. Und dann habe ich nach über 12 Jahren eine drogeninduzierte Psychose bekommen. Schizophrenie, Wahnvorstellung, Doppeldiagnose, Heilserlöser waren Stimmen gehört. Hast du auch dann verrückte Sachen gemacht? So richtig dumm. Mein Bruder hatte Ähnliches von dem, was du gerade erzählst. So richtig dumm. Der hat sich nackt ausgezogen, ist durch den Main durchgeschwommen. Weil er die Klinik Höchst gesehen hat und hat gesagt, ich muss dahin. Er hat es gemerkt. Das habe ich jetzt nicht gemacht, ja. Nee, aber andere verrückte, dumme Sachen. Ja, okay. Und dann irgendwann wollte ich mich umbringen, vor genau 20 Jahren, und habe dann mein ganzes Leben geändert. Also ich hatte ein Arbeitskollege hat mich aufgehalten. Ich bin dann freiwillig in die Psychiatrie, war 2 Jahre wirklich in der Psychiatrie ambulant. Geschlossen mit Sicherheit dann auch? Ja, ambulant. Ambulant, okay. Ja, weil ich krankheitseinsichtig war, hat sie gesagt. Aber ich wurde auf Psychotabletten, also Psychopharmaka, Neuroleptika, krass eingestellt. Und dann habe ich gedacht, das kann es auch nicht sein, das ist ja noch schlimmer wie Droge. Ja. Und dann irgendwann habe ich mein ganzes Leben verändert, meine Werte, meine Einstellung, meine Haltung. Wie kann das? Weil das kommt ja nicht von heute auf morgen. Naja, wenn du so ein... Und man braucht ja da einen richtigen Push für und auch vor allem den Willen, der in einem Ja, wächst, die Volition, ne? Genau. Wenn du an so einen Moment kommst, dass du diesen suizidalen Gedanken im Kopf hast und auch umsetzen willst, dann fragst du dich, dann hinterfragst du alles, dann das Ganze, warum und wer will ich. Und ich habe vorher Nein zum Leben gesagt, aber dann Ja zum Leben. Und dann habe ich es so gemacht, dass ich gesagt habe, was wollte ich als junger Kerl? Ich wollte Filmemacher sein, ich wollte mich leben, mich schwul leben, also ich, dass ich echt sein kann. Mhm. Und das habe ich einfach dann alles gemacht und habe aber meine Lebensgeschichte ins Netz gestellt. Meinen ersten Film über mich, es gibt ein paar Filme über mich in meinem bei YouTube, könnt ihr gerne gucken da draußen. Mhm. Leichtigkeit und Schwere heißt meine Lebensgeschichte. Und dann wurde ich gefunden. Drogenberatungsstelle, Polizei, können Sie hier Vorträge halten. Und das Leben hat mich quasi geknutscht mit meinem Thema und ich habe es einfach ja gesagt und habe es gemacht. Habe gemerkt, ich kann ein bisschen die Welt verändern, was Gutes zurückgeben, mein Karma wieder ein bisschen aufbessern, nenn es wie du willst. Und seitdem bin ich unterwegs in ganz Deutschland und Österreich, Schweiz und gehe in Schulen und habe schon über 200.000 Menschen vor mir sitzen gehabt. Du hast eben gesehen, ich hatte den Mund offen. Ja, ich sehe. Ja, vor allem das Geile ist, du machst dann dein Ding und du wirst angesprochen. Das heißt, du musst nicht irgendwie Klinken putzen gehen. Ich meine, Lebensflow, nicht so, ja. Nee, Fluss kam alles in Fluss dann irgendwann. Und konntest du vorher deine schwule Seite nicht leben? Ich habe mich nicht getraut. Ich hatte zu viel Scham in meinem System. Einfach zu viel Scham. Okay. Gut, es war damals auch nicht so einfach wie heute. Ja, ja. Aber es ist ja trotzdem so ein Schamthema. Schuld und Scham. Ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut und so. Und das ist auch das, was du immer als Basisgefühl beschreibst, ne? Scham. Ja, Emotionsmodell. Ich habe Emotionen ja nicht erfunden, aber ich habe mein eigenes Modell. Ne? Ja, wir haben sie ja alle. Wir werden ja alle in den Kopf konditioniert durch die Schule, Wissen. Ja. Und dann kann man auch nochmal hinterfragen, ob das die Menschen überhaupt lernen wollen, was da passiert. Das ist ja wurscht. Mhm. Aber ich habe über Emotionen halt. Ich konnte mich nicht selber leben und habe immer ganz viel Schuld und Scham in meinem System gehabt. Schuld. Ich glaube nämlich, dass unser Hauptproblem, ich glaube auch in Deutschland, ich meine, gut, bin jetzt wir sind eine Schuld- und Schamgesellschaft. Ganz furchtbar. Genau so sieht es aus. Ganz furchtbar. Also bei allem, was wir tun, haben wir Angst davor, schuldig zu sein. Daher wollen ja auch die Menschen perfekt sein. Und daher kam ja auch der deutsche Perfektionismus, den ihr kennt, vor allem in der Industrie, aus Angst vor Schuld. Ja. Also die Amis sagen ja über uns German Angst. German, ich war Angst. Ein paar Mal drüben und dann sprichst du mit Leuten, German, und die denken alle, wir leben in so Schlössern und so, ne, mit Neuschwanstein. Und die denken das ja wirklich alle. Also mittlerweile vielleicht nicht mehr. Aber manche denken, wir hätten noch nicht mehr fließend Wasser, die habe ich kennengelernt, aber jetzt war du weiter. Und dann hat er wirklich gesagt, ja, German Angst, ihr steht für, also auf Englisch hat er es mir erklärt, wir stehen für Angst. Ich so, was? Also wird über uns das wahrgenommen. Ne? Das ist schon eigentlich traurig. Das ist der Begriff, den sie auch, glaube ich, nennen. German Angst. Ne? German Angst, so sagen die das. Nicht die Dichter und Denker, wie es mal war, sondern German Angst. Das ist aber lange her. Das ist Transformation. Klasse, wir haben die Transformation verzogen. Wohin denn? Ja, zur German Angst. Wunderbar. Und du nimmst da einen in deinen Seminaren, diese German Angst, die Angst vor sich selber, die Angst vor... Ja, oder? Ich überschreibe das, sagen wir es mal so. Ne? Also, oder sind auch ein Transformationsprozess. Überschreiben. Matthias Wald, unser Gast in den wunderschönen Skyline-Studios. Hier bei Radio Frankfurt. Wir machen Redner in Künzell bei Fulda. 3 Coaches coachen Einzelpersonen einen ganzen Tag lang und bringen alles bei, was man für die Bühne / fürs Leben braucht, weil das ganze Leben ist doch eine Bühne, oder? Genau. Man muss sich ja immer selber verkaufen, darstellen, sich zeigen. Ne? Also alles ist ja eigentlich auch ein Verkaufsgespräch, wenn du es so siehst. Ne? Bei der ersten Freundin, beim ersten Freund, beim Chef, bei den Kollegen. Ne? Ja. Und ich finde, ich habe eine These. Das ist auch das, warum ich, glaube ich, so einen gewissen Erfolg erreicht habe. Mhm. Du brauchst Persönlichkeit. Mhm. Du musst verkaufen können, dich selbst als Mensch. Verkaufsskill. Du musst Rhetorik
drauf haben. Oder du musst gar nichts. Du solltest, Rhetorik. Und ein gewisses Maß an Leidenschaft für dein Thema haben. Deine Berufung, überhaupt dein Thema, wenn du eins hast. Und dann kannst du Erfolg eigentlich gar nicht mehr aufhalten. Was ist für dich das Geheimnis der Rhetorik? Rhetorik ist ja die Redekunst. Ja. Ja, dieses Einklang, also Integrität heißt für mich, wir haben einmal Kognition, dieses, was wir wahrnehmen, die Wahrnehmung. Dann haben wir eine Intuition, das sind die Emotionen. Und wir haben eine Intuition, habe ich schon gesagt, Kognition und Emotion. Die drei. Und die drei, wenn die drei miteinander laufen, also die nicht gegensätzlich, ne, der Unterton und das, was du denkst, ist das, was du sagst und was du sagst, ist das, was du fühlst. Ne, und das ist auch das, was deine Sehnsüchte, deine Träume, dann bist du stimmig. Stimmung kommt von stimmig sein, ja, kongruent sein, die Fachsprache. Und wenn du das bist, dann bist du integer. Dann glaubt dir jeder alles. Und wenn du dann noch von Erfahrungswissen sprichst, dann sowieso, dann sagen die Leute, das ist echt. Also jeder tut ja ständig scannen, richtig, falsch, gut, böse. Ne? Also ist das jetzt richtig, was der vorne auf der Bühne sagt? Glaube ich dem das? Ist der echt, authentisch? Ist der bei sich? Und wenn du bei dir bist und beim Publikum und in dem Raum, in dem du bist, dann schaffst du es, Integrität zu haben und dann kommt auch Charisma. Ja. Und das ist ein Leuchten oder ein Aura, nenn es wie du willst. Das ist für Menschen einfach, dann kleben die dir an den Lippen und kaufen auch alles oder glauben dir auch alles. Und deswegen sage ich, ist Rhetoriktraining, Persönlichkeitsentwicklung und auch perfekt für Verkaufen oder für vor Gruppen zu sprechen. Es gibt ja Menschen, die können die Aura sehen. Genau. Kannst du das? Ja, ein Stück weit ist es antrainiert. Mhm. Ich sehe, aber das ist ein Leuchten. Ich glaube, das sieht dann jeder irgendwann. Ne? Also ich glaube, viele Menschen können es nicht verbalisieren, was sie da jetzt wahrgenommen haben. Ja. Oh, eine Erscheinung. Ja, ja. Ne? Das ist ja so ein Energiefeld einfach. Ne? Ich finde, beim Thema Rhetorik oder beim Thema Sprechen und Kommunikation, was ich immer wieder feststelle und früher nicht konnte und immer noch trainiere, um es zu können, Worte sind Macht. Muss man sich erstmal klar machen, das, was man spricht, kann man nicht anders sagen, habe ich gar nicht so gemeint. Ja, sorry, das hast du genau so gesagt. Worte kreieren, ja. Worte kreieren und klares Sprechen, klar zu sein. Deutlich. Deutlich, nicht nur in der Aussprache, sondern auch in dem, was ich sagen will. Ich hatte schon Gespräche mit Menschen, ich habe keine Ahnung, was sie mir sagen wollten, weil sie nicht klar gesprochen haben. Weil sie Gulasch im Kopf haben. Weil sie Gulasch im Kopf haben und eventuell nicht zu dem stehen können oder es noch gar nicht selber begriffen haben, was sie überhaupt sagen wollen. Ja, das Gefühl sagt was anderes wie der Geist und dann gibt es ja noch die Spiritualität und der Wunsch und der Gedanke. Und die Erwartung und eventuell sage ich es für den anderen, also sag dem, was er hören will, statt das zusammen. Und schon ist es dann ist unecht. Ja. Das ist einfach unecht dann. Und das kann man einschleifen. Hast du jeden Tag Coaches? Nein, Seminare? Maximal 3 Stück in der Woche, weil das dann, du kannst mich nach 3 Stück in der Woche kannst du mich in die Tonne kloppen. Ja, klar. Wir haben morgen zum Beispiel eins. Wir hatten letzte Woche 2 Stück. Und davor die Woche 3, dann mal wieder 2 und 1. Und also ist auch so ein Energieding, ne? Also, ja, natürlich. Also, aber so 3 maximal die Woche, das ist auch, mehr geht auch nicht. Muss man sich auch dann auf die jeweiligen Klienten vorbereiten oder gehst du an die kalt dran? Die kriegen ein Zoom-Vorgespräch, da erfrage ich mir vieles, auch ein bisschen deep, so psychologisch so ein bisschen hinterfrage ich, wer sind die Eltern? Ne, bei den Eltern fängt es nämlich an. Ich mache das so ein bisschen, eigentlich böse, dass ich das jetzt schon erzähle, aber ich frage ganz kurz, bitte ganz schnell antworten, nicht lange überlegen, beschreib in 2 Sätzen deinen Papa und dann danach die Mama und danach dich selbst. Und manchmal sind Menschen dabei, die wirklich, mein Vater, furchtbar, braucht gar nicht mehr weiterreden, ne? Da ist ein Thema. Ja. Meistens ploppt das dann auch auf, ne? Du bist nicht gut genug, hat er früher gesagt. Und das ist für mich schon so aufschlussreich, dann weiß ich, vielleicht auch nochmal eine Magie bei uns, die Übungen, die sind nie gleich. Ich habe ungefähr eine Liste von 60 Übungen oder 70 Übungen, ich weiß jetzt gar nicht, wie da drauf sind. Und wir packen nur so 10, 12 Stück. Und ich gucke, die müssen eine Hausaufgabe machen, der schönste Moment in meinem Leben und der traurigste. Und in dem Moment sehe ich, wie gehen die mit Emotionen um. Da der schönste und der traurigste, wenn der Subtext nicht stimmt oder Körpersprache, dann sehe ich, aha, die Übung brauche, die Übung brauche, die Übung, die Übung. Und dann quäle ich die den ganzen Tag liebevoll. liebevoll, ganz wichtig, liebevoll. Aber es wird viel geheult bestimmt, oder? Nicht immer. Was ich übrigens nicht verkehrt finde, ganz im Gegenteil. Lieber bei mir in der Überumgebung, als das live vor echtem Publikum. Ja, aber wenn heulen sind für mich der Ausdruck, dass sich was löst. Genau. Nicht, weil jemand fertig gemacht hast, so Coaches. Die Helen habe ich total fertig gemacht. Ja. Geweint bei dir? Muss ich jetzt gerade drüber nachdenken. Nee, der geweint hat, die ist viel zu stark. Nee, der hat nicht. Nee, aber ich habe sie schon auch wirklich hart angenommen. Also, Helen Hein. Ich will 100% Ergebnis haben. Ehrlich? Ja.
Wow. Helen Hein war ja gestern bei uns, die Gründerin, Geschäftsführerin von Market Dialog, selber sehr, sehr gute Speakerin. Thema Mut hat sie auch ein Buch geschrieben und sie war bei dir in der Lehre, deswegen ist sie auch so gut und toll, dass du heute unser Gast warst, Matthias Wald. Es war ein innerliches Blumenpflücken, danke.